Es sieht aus wie ein Endzeitszenario in einem Science-Fiction-Film. Aber dieses Zerstörungsdrama ist ganz real. Unkontrollierte Brände zerfressen ausgerechnet die sogenannte grüne Lunge unserer Erde. Trotz eindringlicher Warnungen von Umweltexperten wird der für den Klimaschutz so wichtige brasilianische Regenwald in erschreckendem Ausmaß und Tempo weiter zerstört. 2020 loderten in Brasilien mehr als 220.000 Waldbrände. So viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Besonders betroffen ist das Amazonasgebiet, aber auch das Xingu-Schutzgebiet, in dem viele Indigene leben. Dramatische Folgen haben die Flammen auch im Pantanal, einem der weltweit größten Binnenlandfeuchtgebiete. Flammen fressen sich durchs Unterholz, angetrieben vom Wind. Oft sind Brandrodungen die Ursache, obwohl die verboten waren. Doch kaum ein Landwirt hielt sich daran. Auch das Xingu-Reservat brannte, eines der weltweit größten indigenen Schutzgebiete. Die Flammen erreichten die Dörfer der Ureinwohner. Weiter südlich, im Feuchtgebiet Pantanal, wüteten die schlimmsten Brände seit 22 Jahren. Zuvor herrschte extreme Trockenheit. Opfer waren vor allem Wildtiere. Durch die zunehmende Abholzung des Amazonas-Regenwalds geraten Regionen weiter südlich, wie das Pantanal, in Mitleidenschaft. Dort hat das dann weniger Regen zur Folge und extreme Trockenheit, wodurch sich die Zahl der Brände erhöht. Satellitendaten von Brasiliens Raumfahrtbehörde zeigen 2020 einen Anstieg der Amazonas-Zerstörung um 9%. In 12 Monaten wurde eine Fläche so groß wie das Saarland vernichtet. Brasiliens Präsident hatte zuvor die Mittel für Brandbekämpfung gekürzt und verbittet sich Kritik. Brasilien ist weltweit das Land, das am meisten für Umweltschutz tut. Deshalb ist es nicht verständlich, warum wir diese ganze Kritik aus dem Ausland erhalten. Einer der Treiber der Amazonas-Zerstörung ist die Viehwirtschaft, wie Studien bestätigen. Bei der Rindfleischproduktion stehen 17% in Verbindung mit illegalen Rodungen. Bislang fehlen Maßnahmen, um die Urwaldzerstörung in Brasilien nachhaltig zu reduzieren. Und wir schauen aufs Wetter in Deutschland. So sonnig und verschneit sah dieser 7. Januar in Bayern aus. In anderen Teilen der Republik war es eher grau und kalt, mit Schneeregen und durchaus ungemütlich. Und so geht es weiter, die Aussichten.